Gut in Form sollte Ihr Gehör schon sein, wenn Sie das hier spielen wollen. Das nennt sich Tischball. Gespielt wird auf einer Holzplatte mit Holzschläger und Plastikball. Doch man sieht nichts. Uwe Willmann war beim Blindenverband Niedersachsen und hat das mal ausprobiert. Man spielt es 1 gegen 1. Von daher kann es am Ende auch nur einen Gewinner geben. Habe ich ein Tor gemacht? Präpariert mit Handschuh und Holzschläger. Ab geht das kleine Gelb und muss nach Möglichkeit ins runde Grüne. Tischball gibt es noch gar nicht allzu lange in Niedersachsen, aber immer mehr machen mit, denn Tischball ist anders. Es sieht ein bisschen so aus wie Tischtennis, aber Tischball wird auf der Platte gespielt. Und das Besondere ist, Tischball spielt man blind. Und da braucht es anscheinend einen ganz verwegenen Reporter. Wo gehöre ich denn hin? Hier vorne? Nein, Uwe, andere Seite. Ach so, ja, das fängt ja schon gut an. So viel zu meiner Top-Orientierung als verwegener Reporter. Luftloch aller Anfang ist bekanntlich schwer. Man muss wirklich genau zuhören, damit ich weiß, wo der Ball ist. Kegel. Ursprünglich aus Kanada wird Tischball bereits in über 30 Ländern gespielt. Seit 2012 rollt der Ball auch in Hannover. Beim Blindenverband Niedersachsen wird jede Woche trainiert, harter Schlagabtausch inklusive und das ohne Augenlicht. Wenn die Leute sich wundern und sagen, blind diesen Sport machen, geht das überhaupt? Das geht selbstverständlich, das geht sogar sehr gut, weil man braucht seine Augen nicht, kann sich also auf sein Gehör verlassen, aufs Gefühl, das man in der Hand hat mit dem Schläger, dem Handschuh. Man kann also auch fühlen mit dem Daumen die Kante, den Strafraum fühlen und somit ist das eigentlich für jedermann machbar. Kurze Spielpause für mich, aber dafür ganz genau aufgepasst. Egal ob über Bande oder direkt drauf. Jedes Tor wird mit 2 Punkten gewertet. Wichtig ist, der Ball muss unter der Mittelplanke durch, sonst drohen Strafpunkte. Blind gespielt heißt gut hingehört. Flüstern ist noch erlaubt, aber ansonsten ist es hier im Raum mucksmäuschenstill, denn die Spieler müssen natürlich hören, wo der Ball ist. Also psst. Eine Runde geht noch, denn Übung macht bekanntlich den Meister. Ab dem 10. April findet in Bad Salzdetfurt die deutsche Meisterschaft im Tischball statt. Heiko Kuhlmann und die anderen aus Hannover sind qualifiziert und wollen Titel abgreifen. In einer Sportart, die zwar blind daherkommt, aber eben doch ein Hingucker ist. Am Anfang wusste ich auch nicht so richtig, wie das klappen soll. Aber nachdem ich jetzt ein paar Mal gespielt habe, läuft es ganz gut. Und insofern würde ich sagen, lieber Heiko, nach all den Niederlagen, die ich heute einstecken musste, sind Sie reif für Ihre wohlverdiente Abreibung.